anschließen. Hier ist die untere Stromeinspeisung von dem Leitungsschutzschalter. Da kommt jetzt die Phase. Also hier ist die Eingangsklemme. Und dann will immer auch mit dem passenden Schraubendreher festziehen. Hier ist ein Kreuzschraubendreher und wir nehmen dann auch einen Kreuzschraubendreher. Und dann heißt es hier, dann werde ich das hier ein bisschen verschieben, damit das hier auch so liegt. Genau. Und dann werden wir, nachdem wir das dann angeschlossen haben, kann man sehen, ja, genau. Das heißt, die Stromeinspeisung habe ich, hier ist der Stecker, der ist natürlich selbstverständlich immer raus, also niemals unter Spannung irgendwie was anschließen, das ist klar. Also hier ist der Stecker für die Stromeinspeisung, 230 Volt, 50 Hertz, Wechselspannung. Dann haben wir hier den Schutzleiter, genau, PE. Den werden wir auch hier einführen. Der kommt dann hier so rein. Hier unten. Und werden das noch ein bisschen festschrauben hier. Ich habe das jetzt hier angeklemmt, also sollte eigentlich hier angeschlossen werden, aber die Ader ist nicht lang genug bei mir. Also wenn ich jetzt das fest montieren würde, würde ich jetzt das abisolieren und dann würde ich diese Ader hier, die Leitungsader, Schutzleiteranschluss hier, Ader ist zu kurz. Den müsste ich eigentlich hier anschließen. Immer, wir fangen dann von hier an und gehen bis hier hin. Hier ist die Trennung zwischen dem Schutzleiterschiene, zwischen der Schutzleiterschiene und hier der Neutralleiterschiene. Und hier ist die Trennung. Und weil hier die Leitungsader hier zu kurz ist, habe ich das jetzt hier angeschlossen. Aber das schadet nicht. Wenn ich aber langfristig das hier fest montieren würde, installieren würde, dann würde ich das hier nochmal abisolieren, diesen Mantel, und dann hier so lang hierhin anschließen. Jetzt habe ich es hier angeschlossen. Wir können es natürlich auch versuchen, mal dort anzuschließen, ob das reicht vielleicht von der Länge. Aber ich habe das ist natürlich hier, das reicht. Also das ist doch möglich. Dann werden wir das hier anschließen. Das würde dann passen. Das ist dann hier unser Schutzleiteranschluss. Ziehen wir fest. Dann haben wir hier jetzt noch den Neutralleiter. Das ist der hier. Den werden wir dann auch so ein bisschen, müssen wir leider ein bisschen einführen hier. Also das ist schon zu viel hier, aber hier ist zum Beispiel hier ein Schutzleiteranschlussklemme. Dort können wir auch anklemmen. Das ist jetzt nicht tragisch, wenn wir das dahin anschließen. So, ja, alles jetzt. Wichtig ist, dass hier alles festgeschraubt ist, dass die Anschlussklemmen festgeschraubt sind und hier das auch sicher ist. Ja, das ist dann hier unsere Stromeinspeisung. Ich habe hier die Phase angeschlossen an die Anschlussklemme vom Leitungsschutzschalter. Hier habe ich den Schutzleiter angeschlossen an die Schutzleiterschiene. Hier habe ich den Neutralleiter angeschlossen,
den Draht für den Neutralleiter, den blauen Draht hier an die Neutralleiterschiene. Damit hätten wir komplett alles auch verdrahtet. Und jetzt werden wir es testen. Ich habe nochmals zwischendurch das natürlich so ein bisschen überprüft, ob die Verdrahtungen richtig sind. Das heißt, ich habe es richtig verdrahtet, also ist alles richtig verdrahtet. Ich habe das natürlich, sollte immer vorher auch kontrolliert werden, im spannungslosen Zustand, ob alle Verdrahtungen richtig sind. Auch die Klemmen richtig sitzen. Das habe ich schon vorher alles schon nochmals überprüft. Deshalb werde ich gleich direkt ans Strom anschließen, also den Stecker hier an die Steckdose anschließen. Dann wird der Strom über den Leitungsschutzschalter, den ich einschalten werde, zum Treppenlichtschalter geführt. Der Strom und der Treppenhauslichtschalter, der übernimmt dann die ganze Treppenhauslichtsteuerung. Hier ist der Stecker, den ich jetzt hier noch nicht ans Strom angeschlossen habe. Den schließe ich jetzt an, weil ich habe jetzt alles angeschlossen und sind auch alle fest. Hier sehe ich auch, das ist alles fest, und hier sehe ich aber, das ist natürlich nicht so gut. Wir haben hier, nee, das ist richtig, nee, das ist, kommt von unten. Der kommt hier von, also ist richtig, dass der Neutralleiter, Schutzleiter und Stromeinspeisung, alles ist angeklemmt, sitzt. Und nochmals, ich habe alles kontrolliert nochmals, ob ich alles richtig verdraht habe, ob auch alles, alle Leitungen richtig sitzen. Die Klemmen habe ich kontrolliert und dann habe ich auch die Leuchtmittel hier gesetzt. Das heißt, ich werde jetzt gleich die Funktion überprüfen, wie beschrieben. Und wir werden das jetzt an die Steckdose anschließen. Ich stecke das jetzt in die Steckdose. Dann haben wir jetzt die Stromeinspeisung. Ich werde das ein bisschen zurückziehen. Also wir können jetzt die Funktion überprüfen. Ich mache hier die Außenbeleuchtung aus. Und jetzt als erstes, wie gesagt, ich habe alles kontrolliert und im spannungslosen Zustand. Dann auch mit einem zweipoligen Messgerät, Duspol oder Spannungsprüfer, auch überprüft alles, ob das hier alles, auch die Spannung ankommt und alles. Das ist alles schon überprüft, das sollte auch immer durchgeführt werden. Das heißt, ich habe schon einen Probelauf schon durchgeführt vorab und weiß auch, dass das alles funktioniert. Möchte Ihnen das aber natürlich auch vorführen. Als erstes natürlich Leitungsschutzschalter einschalten. Jetzt ist alles, man sieht, Licht ist eingeschaltet. Gleich